Nummer 1. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir auch grillen. Wo wollen wir dieses Jahr unsere Party machen? Ich bin für eine Feier am See. Wir können schwimmen, grillen. Ich bin nicht dafür. Ich finde eine Party im Garten viel besser. Bei Regen können wir schnell ins Haus und im Haus schön weiter feiern. In Ordnung. Da können wir auch grillen. Nummer 2. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9:00 an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Möchtest du heute Abend mit mir in das Konzert von Rosenstolz gehen? Gern. Aber wann beginnt das Konzert? Ich bin ja bis um 7:30 im Spanischkurs. Dann gibt es kein Problem. Die fangen um 9:00 an. Wollen wir uns um 8:30 an der Kasse treffen? Ja, wunderbar. Dann bis heute Abend. Nummer 3. Entschuldigen Sie bitte, ich suche ein Taxi, vielleicht dort vorne rechts? Ganz einfach. Gehen Sie die Straße hier geradeaus und an der Ecke nicht nach rechts. Da finden Sie keins. Gehen Sie nach links. Sie müssen nach der Ecke noch circa 100 Meter laufen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, ich suche ein Taxi, vielleicht dort vorne rechts? Ganz einfach. Gehen Sie die Straße hier geradeaus und an der Ecke nicht nach rechts. Da finden Sie keins. Gehen Sie nach links. Sie müssen nach der Ecke noch circa 100 Meter laufen. Da stehen schon die Taxis. Vielen Dank. Nummer 4. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli. Guten Tag. Ich möchte einen Sprachkurs besuchen. Wie lange dauern Ihre Kurse? Die Sommerkurse jetzt im Juli und August 2 Wochen. Unsere normalen Kurse dauern aber 3 oder 4 Wochen. Gut. Ich möchte einen Sommerkurs. Im Juli oder August? Anfang Juli.
Nummer 5. Hallo Johanna, wir treffen uns heute im Park und essen dort zusammen. Kommst du mit? Gerne, klingt gut. Und was soll ich mitbringen? Brot, Tomaten und Käse haben wir genug. Vielleicht was zu trinken? Oder ein bisschen Obst zum Nachtisch? Also Obst und Limo. Okay, bis gleich. Hallo Johanna, wir treffen uns heute im Park und essen dort zusammen. Kommst du mit? Gerne, klingt gut. Und was soll ich mitbringen? Brot, Tomaten und Käse haben wir genug. Vielleicht was zu trinken? Oder ein bisschen Obst zum Nachtisch? Also Obst und Limo. Okay, bis gleich. Nummer 6. Guten Tag, ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub, aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha, na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Guten Tag, ich möchte bitte Frau Horn sprechen. Frau Horn ist leider nicht im Büro. Sie ist von Mittwoch bis Freitag im Urlaub, aber am Montag kommt sie aus dem Urlaub zurück. Ab 8 Uhr ist sie im Büro. Aha, na dann rufe ich nächsten Mittwoch wieder an. Da habe ich Zeit. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Fahrgäste, unser Zugrestaurant ist geöffnet. Sie bekommen jetzt am Morgen ein leichtes Essen mit Kaffee oder Tee, Saft, Ei und Käse für nur 6,50 Euro. Und zu Mittag können Sie ein warmes Essen wählen. Wir freuen uns auf Sie. Nummer 8. Achtung, eine Durchsage für die Gäste des Flugs LH487 nach Rom. Bitte kommen Sie zu Ausgang B18 im ersten Stock. Der Ausgang A7 im zweiten Stock ist zurzeit besetzt. Ich wiederhole, Passagiere nach Rom, bitte Ausgang B18. Nummer 9. Achtung, eine Durchsage für den Fahrer des Wagens KLN 4711.
Ihr Auto steht vor einer Einfahrt. Bitte fahren Sie Ihr Auto sofort weg. Der Fahrer des Wagens KLM 4711 möchte bitte sein Auto wegfahren. Nummer 10. Achtung! Leider haben wir bis zum Mittag im ganzen Flughafen ein Problem mit unserem Computersystem. Bitte kontrollieren Sie die Anzeigen zu Ankunft- und Abflugzeiten bei der Information. Wir bitten Sie um Entschuldigung. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich dann ja auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Hallo Barbara, hier Greta. Ich will am Montagmorgen das Formular für die Wohnungsanmeldung holen. Möchtest du mitkommen? Du kannst dich dann ja auch gleich beim Amt anmelden. Bitte ruf mich noch heute Abend an. Morgen hat das Amt keine Sprechstunden. Tschüss. Nummer 12. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Hallo Sigi, hier Heinz. Es geht um heute Abend. Ich sehe gerade, das Restaurant Zwiebel hat heute geschlossen. Können wir uns am Bahnhof treffen und dann zusammen ein anderes Restaurant suchen? Das italienische Restaurant um die Ecke soll gut und nicht teuer sein. Bis heute Abend. Tschüss. Nummer 13. Guten Tag, Frau Ewerts. Hier Martin Lopez. Meine Freundin Eva Schmitz ist krank. Sie kann morgen nicht um 8 Uhr zum Gesprächstermin kommen. Kann sie am Mittwoch um 10 Uhr in ihr Büro kommen? Sie hat dann sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in ihrem Institut. Ich rufe sie heute noch einmal an. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Ewerts. Hier Martin Lopez. Meine Freundin Eva Schmitz ist krank. Sie kann morgen nicht um 8 Uhr zum Gesprächstermin kommen. Kann sie am Mittwoch um 10 Uhr in ihr Büro kommen? Sie hat dann sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in ihrem Institut. Ich rufe sie heute noch einmal an. Auf Wiederhören.
Nummer 14. Hier ist Nina. Du, Annette, kannst du bitte heute Nachmittag das Wörterbuch für Spanisch mitbringen? Das für Polnisch brauchen wir heute nicht. Ich sehe gerade, ich habe nur das Wörterbuch für Französisch zu Hause. Ich freue mich schon, mit dir arbeiten zu können. Bis dann. Hier ist Nina. Du, Annette, kannst du bitte heute Nachmittag das Wörterbuch für Spanisch mitbringen? Das für Polnisch brauchen wir heute nicht. Ich sehe gerade, ich habe nur das Wörterbuch für Französisch zu Hause. Ich freue mich schon, mit dir arbeiten zu können. Bis dann. Nummer 15. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke. Guten Morgen, Frau Seiler. Hier Ernst Müller. Mein Auto ist leider kaputt. Ich muss das Fahrrad nehmen und komme also ein bisschen später ins Büro. Die Straßenbahn ist zu weit weg von mir zu Hause. Bitte entschuldigen Sie mich bei Herrn Krause. Danke.